Throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Ja, hallo und willkommen zurück bei mir, WLP. Und zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft aus und 2 Reloaded. Ja, was haben wir heute vor? Heute haben wir vor. Gut. Ich habe jetzt das schon mal offline gebaut, aber wir haben heute vor. Den, wie heißt jetzt nochmal? Ich weiß nicht, warum das immer so ist. Den Aquarius-Akkumulator zu bauen. Ja, ich glaube, das war richtig. Dann hole ich noch ein bisschen Redstone, weil... Ich zeig's euch jetzt mal. Ich habe da drüben etwas vorbereitet. Und zwar ist das Müssel. Oder Mützel, wie keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall braucht man das mit den Barrels drauf, damit man Witchwater herstellen kann. Und mit dem Witchwater machen wir Soul Sand. So, jetzt den. Jetzt machen wir erstmal das Machine Casing. Jetzt braucht man noch zwei Glas. Okay. Zwei Glas haben wir schnell. So, zwei Glas haben wir. Ich glaube, ich brauche nochmal zwei Glas. Wenn ich das richtig gesehen habe. Damit wir endlich auch mal die Quest mit dem Netherquarz fertig kriegen. Aha. Da fehlt das Eisen. Ein Eimer haben wir eigentlich. So, da haben wir ihn. Jetzt. Brauchen wir die Ranch natürlich. Und ich habe hier auch Iron Pipes. Die habe ich aus einer Questbelohnung bekommen. So. Jetzt mal gucken, ob das auch so geht. Ihr seht, hier ist schon Witchwater drin, ne? Dann stellen wir den einfach mal hier hin. Das ist eine unendliche Wasserquelle. So. Hoffen wir, dass es auch funktioniert, so wie wir das denken. Oder erhoffen, eher mal gesagt. So, blau ist eigentlich... Ach. Lass mal einfach mal so. Jetzt benötigen wir nur den Sand. Den Sand machst du da rein
Und dann wird's schon zu sehen sein. Die Leitungen füllen jetzt die Barrels mit Wasser und durchs Mycel da unten drunter verwandelt es so langsam das Wasser in Witch Water. Und ja, ich hätte das auch so machen können ohne den Metallurgic Infuser. Allerdings hätte ich da nicht einen Grasblock gebraucht, sondern normale Erde. Wir machen jetzt einfach mal komplett den Stack-Ding durch. Und ihr seht, hier wachsen auch Pilze drumherum. Die Pilze können wir immer wieder abfarmen und die tauchen immer wieder auf. Ja, der muss halt ein bisschen jetzt arbeiten. Wir brauchen nämlich noch, was waren's, 16 Netherquarz. Guck mal einfach mal, wie viel rauskommt aus einem So-Sand. Netherquarz. Einfach nur Nether. So, Netherquarz. Ach. Zwei Stück aus, mit 100% Ockel. Eigentlich hätten wir jetzt ja schon alle dann. Ich würde mal sagen, die bringen wir mal rüber. Den Soul Sand. Und lassen den mal hier durch. Nicht den Sand. Natürlich, hier muss auch auf Ignorieren sein. Dann klappt das nämlich auch. Ihr seht schon, der Wald war ja bis hierhin. Den habe ich schon ein bisschen gefällt. Aber es bleibt noch viel, viel übrig. 5, 6, woher kommt die Lootbox, die Lootback? Egal. 7. Mal kurz was essen. Und dann können wir nämlich gucken, was wir als nächstes machen. Extreme Orgen. Was brauchen wir denn noch für nochmal? Extreme. Nether Star. Endstein, Nether Ziegel. Ich weiß, dass man Endstein. Hehe. Ja. Von auch so. So. Dann ist das schon mal fertig. Können wir abholen. So. Mob Hunter. Mob Hunt Task Kill Place. Kill Lava Slime. Kill Erebus Black Widow. Das ist eine schwarze Spinne. Flame Spider. Okay, das sind alles Dinge, die wir im Nether kriegen. Okay. Also wird's doch mal Zeit, dass wir die Portale aufbauen. Zumindest das Nether-Portal. Oder wir fangen jetzt wirklich mal
ist das? Enchanter. Ach, das ist Ender-Eye-Au. Ja, eigentlich wäre jetzt besser mit... noch mit Gamma weiterzumachen. Ja. Muss ich mir noch überlegen. Aber warum... Was ich eigentlich jetzt noch ansprechen wollte... Mir ist aufgefallen, ich habe die letzte Folge hochgeladen. Kaum war die Folge online, hatte sie schon ein Dislike. Ich sag mal so. Ich habe ja gesagt, ihr könnt die Folge gerne bewerten. Dislike schön und gut. Ich glaube, ich vermute auch, ich weiß, wer der Übeltäter war. Aber ich sag mal so, wenn er das aus Trotz macht, dann sollte er am besten seinen YouTube-Kanal löschen. Weil ganz ehrlich, das ist von einem erwachsenen Kindergarten. Ich sag mal so, schön und gut, Dislike schön und gut. Hab ich nichts dagegen. Aber wenn er das wirklich aus Trotz gemacht hat, wenn es wirklich die Person ist, die, wo ich gerade denke, dann sollte er noch wirklich seinen Kanal löschen und mit YouTube aufhören. Aber wenn es die Person nicht ist, finde ich es unverschämt, mir ein Dislike dazulassen und dann nicht mal mit einem Kommentar. Warum? Also ich habe gesagt, konstruktive Kritik. Ein Dislike ist keine konstruktive Kritik. Kritik. Es ist schon spät. Also entschuldigt meine Versprecher. Weil, ich sag mal so, wenn ich jetzt... Wow. Er hat, glaube ich, schon letzte oder vorletzte Folge auch schon. Ich sag mal so, wenn ich jemanden dislike, dann lasse ich auch eine Begründung da. Aber nicht nur dislike und tschüss, weg, weg bin ich wieder. Weil dann würde ich wirklich sagen, was sollte Jutten... Egal, wie alt er dann die Person war. Wenn es unter 18 Jahre war oder unter 16 Jahre, sorry, sollte YouTube wirklich mal wirklich überlegen, ob sie nicht vielleicht doch eine Altersgrenze von 16 oder 18 reinhauen. Weil ich, mir ist das schon mal aufgefallen. Ich sag mal so, YouTube ist ab 13 Jahren erlaubt. Angenommen, ich wäre 13 Jahre, ich würde innerhalb von 2-3 Monaten 10.000 Views kriegen, dann wäre ich eigentlich gemacht, damit ich Geld verdienen kann. Ein 13-Jähriger darf das in Deutschland noch nicht. Ich finde einfach, da sollte es nicht nur deutschlandweit oder nicht nur europaweit, sondern weltweit eine Regel geben, dass man ab 15, 16 Jahre Geld verdienen darf. Allerdings muss man dann auch seine Umsatzsteuer-ID angeben. Muss man dann auch Steuererklärungen machen. Also, ich sag mal so, so ist das Thema ein bisschen doch weit verstrickt. Aber da sollte wirklich YouTube eine Altersverifikation reinballern. Und das darf Google. Ohne Frage. Aber angenommen, ich wäre
angenommen, ich wäre 13, ich würde jetzt im Monat, sagen wir mal, 500, 600 Euro durch YouTube verdienen, bin ich nicht berechtigt, das Geld anzunehmen. Also laut deutschem Gesetz müsste ich es rein theoretisch Google wieder zurückgeben. Ansonsten, wenn das zum Beispiel die Finanzbehörde mitkriegt, habe ich ein riesengroßes Problem. Deswegen bitte YouTube, macht eine Altersgrenze von 18 Jahre rein. Ich sag jetzt 18, weil auch die 16, 17-Jährigen ab und zu einen Schuss an der Waffel haben. Auch wenn das jetzt wirklich eine Lara-Folge ist, macht ja nichts. Kann ruhig auch mal sein. Ich habe schon gedacht, der Enderman hat die Goldrüstung an. Ja. Also, wenn man ein Video disliked, sollte man dann auch, wie ich schon auch unterm letzten Video kommentiert habe, die, auch gut Deutsch, die Eier in der Hose haben, einen Kommentar dazulassen, warum der Dislike da ist. Also wenn es wirklich die Person war, beziehungsweise dem seine Community, muss ich sagen, Junge, du hast das Prinzip von YouTube überhaupt nicht verstanden. Also, wenn ich jemanden dislike, dann hat man auch die Eier in der Hose, zu sagen, dein Video war scheiße, aus dem und dem Grund. Wenn ich jetzt aber dann so bin, dass ich die Kommentare überprüfe, bevor ich sie online stelle, und ich dann dein Kommentar nicht online stelle, aber es trotzdem kommentiere, wirst du trotzdem benachrichtigt. Dann siehst du, was ich kommentiert habe, dann kannst du auch wieder interagieren. Aber so muss ich sagen, ist es reine Kindergartenkacke. Und da würde ich nicht denken, wenn es... Ich sag jetzt nochmal, wenn es die Personen, ich sag jetzt extra Personen, weil es gibt mehrere, wo mich nicht mögen, sag mal so. Und ich weiß, sie sind volljährig. Sie sind über 18. Dann denke ich mir nur so, what the fuck, was geht bei euch verkehrt? Jetzt wirklich nur ein Denkanstoß an alle. Wenn ihr hier eine Folge liked, seid doch bitte so nett, kommentiert, was euch daran gefallen hat. Wenn ihr sie disliked, kommentiert, was euch nicht gefallen hat. YouTube lebt von Interaktion, von Likes, Dislikes und Kommentaren und auch Views. Also, wenn du das Video siehst, entweder du kannst gerne nochmal kommentieren oder du kannst mir auch gerne eine private Nachricht schreiben. Dagegen habe ich nichts. Aber so muss ich wirklich sagen, das ist reinster Kindergarten. Wenn du wirklich mindestens 16, 17 Jahre alt bist oder 18, also volljährig, muss ich sagen, sorry, nee. Weil ich hatte auch die Kommentare unter der Folge, wo ich bekannt gegeben habe, dass ich Ozone 2 alleine weitermache, habe ich von meinem Ex-Mitpartner als Kommentar gehabt. Von wegen, ich Wichser, er hat alles alleine gefarmt und so weiter, ich Opfer, oh bla bla bla. Erstens, habe ich schon mal gesagt, es ist mein Server, ich entscheide. Zweitens, es gibt gewisse Regeln, wo sich jeder daran zu halten hat.
Auch wenn ich dann, wenn ich als Projektinhaber sage, oder Projektleiter sage, Farm für die Folgen, das machen wir offline. Ich habe gesagt, alles andere machen wir während den Folgen. Aber ihr seht's ja. In meinen Folgen wurde nichts umgestellt. Außer das, was ich natürlich hier aufgebaut habe. Gut, das habe ich offline gemacht und das. Und natürlich die Farm da drüben. Aber das ist das Vorbereiten. Ist einfach das, was man wirklich offline machen kann, weil ich glaube nicht, dass jemand von euch Lust hat, mir zuzugucken. Jetzt angenommen, das Pferd wäre noch nicht da, mir zuzugucken, wie ich, gut, ich zeig euch jetzt mal, was ich meine. Agricraft. Da gibt es zum Beispiel Diamalia Seeds, das sind Diamant Seeds. Wie ich das mache, das ist schon interessant, ja. Also wie ich die ersten zwei Seeds, sagen wir mal, mutiere. Das ist interessant, aber wenn ich sie dann zum Beispiel von 111 auf 10.10.10 hochziehen muss, das wäre für die Folge nicht interessant, oder bitte. Ich sag mal so, für mich wäre das nicht interessant. Einfach mal eine kurze Erklärung, während man die Same, den Seed natürlich züchtet. Ihr seht's ja, ich seh's gerade selber. Und dann halt natürlich eine Erklärung, wie man die von 111 auf 10.10.10 hochkriegt. Oder nur ein kurzes Beispiel, wenn man zwei Seeds dann hat, dann nochmal anpflanzen, sodass man ein drittes kriegt, wo er eventuell dann höher ist. Aber 10-15 Minuten Folge nur die Samen von 111 auf 10.10.10 hochkriegen, nee, sorry. Das will ich euch nicht antun. Oder euch zeigen, beziehungsweise in der Folge das machen, wie hier der ganze Wald verschwindet. Nee. Das hätte ich, da hätte ich auch was dagegen. Wenn ich dann die ganze Fläche voll habe, gerade habe. Was zum Beispiel unten drunter muss, dass zum Beispiel ein Diamant-Seed kommt. Oder hier, Sugarcane-Seed, was man zum Beispiel unter die Mitte stellen muss, zum Beispiel hier ein Sand. Wie, wie hier eigentlich schon zu sehen ist. Da macht man eine Sorte, da macht man die zweite Sorte, wo man braucht, und in der Mitte macht man Sand, dann hat man Sugarcane-Seed. Aber bei den Aurigold, Feranium Seed ist es natürlich noch was anderes. Da braucht man dann zum Beispiel, gut, hier steht jetzt Goldblock, Redstoneblock. Ich mache es trotzdem mit einem Ackerboden, und unter dem Ackerboden sieht man hier, braucht man ein Diamanterz. Wenn du dann halt 9x9, so 3x3 Fetten machst, brauchst du dann unter dem Ackerboden, unter den insgesamt 9 Dingern, brauchst du dann das Diamanterz unten drunter. Das kurz zeigen in der Folge, ja. Entschuldigt, ich habe gerade ein bisschen einen Frosch im Hals.
Aber jetzt machen wir ausnahmsweise... Machen wir mal so eine Loot-Chest auf. Und... Wie war das? Geht das so? Das muss ich gerade mal kurz gucken. Ja, das geht so. Perfekt. Ja, die Folge ist schon wieder länger geworden, aber macht ja nichts. Aber damit sage ich auch wieder, was das mit der Folge hier bei Minecraft Reloaded, Minecraft Ozone Reloaded 2 Reloaded, so rum. Ach, Mensch, Blue. Aber ja, so kann's passieren. Und dann würde ich aber auch an der Stelle wieder sagen, wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, ein Dislike, egal was, aber bitte kommentiert. Wenn ihr zum Beispiel ein Dislike gemacht habt, kommentiert warum oder schreibt mir einfach eine PN. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Ich will wissen warum. Das will jeder gerne wissen. Selbst ein German Let's Play, Debitor, Paluten, Herr Bergmann, die kriegen auch auf Sims 4 Folgen Sturmwaffel 200, 300 Dislikes. Ja, sorry Leute, wenn man nicht weiß, warum ihr die Folge disliked, dann kann man auch euch nichts recht machen oder es auch nicht besser machen. Deswegen appelliere ich an den Menschenverstand. Wenn ihr einen Dislike gibt, schreibt mich per Facebook an, schreibt mich per YouTube an. Was ihr für ein Problem habt, beziehungsweise mit der Folge, mit meiner Person. Oder was ihr gerne besser haben möchtet. Aber bitte nicht nur einen Dislike da lassen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt die Problematik, weil angenommen, es war jetzt ein Abonnent von mir. Jetzt nur mal angenommen, es war ein Abonnent von mir. Ich weiß nicht, warum du den Dislike dagelassen hast und so kann ich es auch nicht besser machen. Also bitte, liebe Leute, wenn ihr einen Dislike da lasst, schreibt mir am besten per Privatnachricht oder per E-Mail. Wenn ihr auf meine Kanalinfo geht, seht ihr meine E-Mail-Adresse. Schreibt mich einfach da an, fertig, bums. Ich lese jede E-Mail, ich lese jeden Kommentar, ich lese jede private Nachricht. Gut, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Auch wenn ich nicht wirklich, auch wenn ich bitte euch nur darum. Ich kann euch nicht vorschreiben, wenn ihr ein Dislike da lasst, müsst ihr mich anschreiben. Kann ich nicht, werde ich auch nicht und will ich auch nicht. Ich bitte euch drum oder appelliere an den Menschenverstand. Aber ich kann mir schon denken, welche Person oder welche Personen das sein könnten. Von dem her. Sage ich nun wirklich, war es das für heute wieder mit der Folge Minecraft Projekt Ozone 2 Reloaded. Lasst gerne ein Abo da. Einfach. Entweder über ein Abo-Button oder... Ich weiß, vielleicht packe ich ihn hier auch irgendwie ins Bild rein. Weiß ich nicht. Werde ich mal gucken, wie es macht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und sage nur noch Tschüss.